Hallo Leute, willkommen zu einer neuen Folge oder zu einem neuen Let's Play. Willkommen zum Let's Play Conflict of Nations. Das ist ein dritter Weltkriegsspiel. Und ich spiele es auf dem Handy und es sollte ein Let's Play sein. Und das ist die allererste Folge. Wir müssen das Land auswählen. Es spielt das Ganze in Europa. Ihr werdet gleich das Spiel sehen. Okay, Frankreich ist weg. Deutschland, Russland, England und Amerika sind weg. Ich meine, Österreich ist ja mein Heimatland, Herzen der Alpen, ja, so geil. Aber wir müssen uns merken, wenn wir Österreich wählen, dann sind wir richtig klein. Ich möchte sowas Durchschnittliches. Ich würde sagen, ja, Belarus wäre jetzt, weiß nicht, Baltic States. Kroatien ist auch etwas klein. Spanien vielleicht. Ne, ich habe eine bessere Idee. Wir nehmen das Land von jedem, von dem bekanntesten, oder ne, nicht bekanntesten, aber den geilsten Essen. Türkei! Mit seinem leckeren Kebab. Ja, ist egal, es ist ein Durchschnittsessen, ist jetzt nicht groß, ist jetzt auch nicht klein. Ist ganz normal, obwohl Ukraine wäre auch schon ganz groß. Aber wir nehmen die Türkei. Türkei! Gut, Leute, wir beginnen das Let's Play als Türkei. Wir loggen uns jetzt ein und gucken, wie wir gleich direkt angreifen werden. Die Videos werden kürzer, circa 5 Minuten, vielleicht sogar ein bisschen länger. Wir sind gerade auch schon bei einer Minute. So. Okay, wir sind hier, guten Tag. Ja, das ist quasi die Karte. Wir haben hier einige andere Spieler. Das sind echte Spieler, das sind keine Bots, das sind echte Spieler. Haben wir hier am Start. Wir sind hier die Türkei. Und ja, Griechenland. Okay. Wir haben einige Einheiten und darum geht es auch. Wir müssen unsere Einheiten immer upgraden. Weil ansonsten werden wir nicht weit kommen. Ich würde mal sagen, Forschung. Hier können wir zum Beispiel die Infanterie upgraden. Hier die Dings, die Panzer. Und ich glaube, jedes Land hat seinen eigenen Panzer, glaube ich sogar. Und ja, ich will eigentlich nichts mehr dazu sagen. Lass mal hier. Okay, gut, hier haben wir einen geilen Panzer. Oder zwei Soldaten, einen Panzer. Und man muss sich das Geld aufteilen. Lass mal hier alle zerstören. Oh, werde ich angreifen, hallo. Falls ihr Experte in dem Spiel seid, okay, Georgien, Armenien und Aserbaidschan, die gehören demnächst uns. Und wenn wir tatsächlich alle erobert haben, dann kümmern wir uns um Syrien vielleicht sogar noch. Und irgendwann Irak. Und vielleicht sogar Iran. Dann gehört quasi, die arabischen Städte gehören dann uns. Wir können auch mehrere angreifen, ist ja absolut gar kein Problem. So, ist hier der Typ. Greif mal das hier an. Ich würde gerne beide angreifen, wenn das geht. Oh, Alter, was ist denn hier schon kaputt? Oh mein Gott, Digga. Ukraine kämpft gegen Krimea und die haben erst was kaputt bekommen. Heftig. Okay. Ich würde sagen, zu diesen Soldaten machen wir noch einen Panzer. Wir müssen hier was bauen, ganz schnell. Armeebasis, wir bauen das überall hin und quasi, wir wollen diese Runde gewinnen, aber es sind immer Profis drin. Oder wir könnten sogar hier, ja, Weltherrschaft. Wir holen uns die Welt. Ja, das ist zum Beispiel hier so eine Koalition, ich weiß nicht. Die besseren Spieler werden sich dann später zeigen. Ich könnte tatsächlich beitreten, aber ich könnte auch eine neue gründen. Ich kann auch, wie gesagt, eine gründen und mein Glück allein versuchen, oder wenn jemand joinen will. Man kann ja auch hier Leute anschreiben. Wenn ich zum Beispiel jetzt hier den Typen anschreiben will, dann gehe ich einfach. Wo waren das nochmal hier? Nachrichten. Und dann beginne eine Unterhaltung. So, und dann kann ich hier einfach mit den Leuten chatten. Zum Beispiel, ich nehme jetzt Deutschland. Und jetzt kann ich hier irgendetwas hinschreiben. Und es kommt auch an bei ihm. Also, ich glaube, wir werden sehr, sehr viel Spaß haben mit diesem Let's Play. Geht so lange, bis ich verliere. Oder quasi verliere. Ich gehe sehr, sehr offensiv rein. Da wir auch. Ja, weiß nicht genau, aber ich glaube, es sollte geil sein. Zum Beispiel hier hätten wir jetzt Belarus genommen.
Hätten wir hier die hier holen können. Hier Schnoria. Aber ansonsten hätten wir keine großen Feinde tatsächlich, wie ich gerade sehe. Oder die, die nicht so schlecht sind. Hätten wir Österreich genommen, wären wir richtig klein. Obwohl hätten wir Schweiz, Tschechien, Slowakei und Ungarn sogar angreifen können. Und wenn, dann sogar mit Kroatien. Weißt du was? Wir kümmern uns jetzt mal um Griechenland. Wäre schon nice, aber. Nee, ich greife Griechenland noch nicht an. Das wäre, glaube ich, viel, viel, viel zu. Ja, nee, nicht schwierig, sondern. Oh, jawohl, es ist gebaut. Geil. Izmir, jawohl. Und dann machen wir hier einen Panzer hin. Wir bauen uns jetzt einen Panzer, Leute. Oh, es geht 5 Minuten. Warum geht das jetzt nicht? Hallo? Ah, Forschung, okay. Ja, wir machen schnell die Forschung. Und dann können wir auch die Panzer und alles bauen. Hier ist auch noch nicht fertig. Jetzt müssen wir natürlich gucken, dass wir. Und ja, wir müssen auch unsere Truppen upgraden. Wie gesagt, das Geld, man braucht wirklich diese Rohstoffe quasi. Nicht, das ist kein Geld, das sind Rohstoffe. Stoffe. Die braucht man unbedingt für seine. Also man muss diese Rohstoffe oben sehr gut nutzen. Ansonsten hat man jetzt schon verloren, sage ich euch, so wie es ist. Aber hier, der Typ hat so viele Städte, ne? Syrien. 1, 2, 3, 4, 5. Obwohl es nur so die Hälfte des Landes ist. Quasi. Weißt du was? Wir riskieren zu gehen mal mit dem hier angreifen. Auch wenn es nur ein einziger Soldat ist. Ne, weißt du was? Warte mal kurz. Stopp. Stopp. So, stopp. So. Du hier. Du gehst hier angreifen. So. Perfekt. Du hier, mein Freund. So, du hier gehst da angreifen. Okay, es nimmt nicht die Stadt mit. Aber auf jeden Fall wollen wir diese drei kleinen Länder für uns haben, tatsächlich. Und dann müssen wir gucken. Ich wollte auch ein bisschen Aztotzka oder den Typen hier angreifen. Wir können ja, sobald wir hier mit dem hier fertig sind, könnten wir dann tatsächlich hierhin sogar schon. Wow, da hätten wir wirklich ein großes Gebiet schon. Wir müssen aber tatsächlich gucken, das war die erste Folge tatsächlich. Falls ihr eine zweite haben wollt, wir sehen uns dann. Vielleicht chatte ich mit jemandem. Ich spiele es ein bisschen privat, würde ich auch sagen. Und vielleicht. Ich gucke mal, dass ich in eine Koalition komme. Oder irgendwie sowas. Ich chatte. Warte mal, weißt du was? Ich chatte jetzt ganz schnell. Oh mein Gott! Da ist halt wirklich gerade einer beigetreten. Einer ist wirklich beigetreten gerade. Das ist jetzt gerade, weil vorhin war nur einer drin. Das heißt, dass die jetzt online sind. Das ist ja heftig. Hi. Dürfte ich reinkommen in deine Ellie, schreibe ich jetzt einfach mal. Schreibt man Ellie oder LA? Ich schreibe Ellie. Weiß nicht, ob es mir peinlich ist. Aber ich, hey, das, die Frage ist der Typ deutsch? Obwohl, nee, wenn sein Ding Weltherrschaft heißt, dann ist er sicher deutsch. Natürlich nur, wenn es okay ist. So, das schreibe ich ihm jetzt. Ja, Leute, wir gucken tatsächlich, ob er sich jetzt meldet. Wenn nicht, dann werde ich jetzt das Video beenden. Ja, genau. Dieses Let's Play, da wir ja quasi auch Fortnite und Uncharted haben. Wir machen es so, weil ich lade ja tatsächlich sonntags und montags Uncharted hoch, also 2 Tage Uncharted hintereinander. Und Sonntag wird Uncharted sein, aber Montag wird immer diese Woche, also das hier kommen. Und das wird immer Montag sein. Einmal in der Woche kommt halt so etwas. Also wie gesagt, einmal in der Woche kommt so ein Video. Das ist wirklich nur einmal in der Woche. Also wartet mal lieber eine Woche, bis das letzte. Digga, wir werden so lange brauchen. Leute, hört mir zu, wir machen wirklich. Ich spiele es privat und wenn ich wirklich kurz vorm Untergang bin, mache ich noch ein Video dazu und dann lade ich es hoch. Gut, das Video geht 10 Minuten, obwohl es eigentlich nur 5 Minuten geplant war. Also Leute, bis dann. Ciao.